Hallo, lieber Löwe. So, heute mit Prophezeiungskartenlegungen. Ja, so, ich möchte, ja, diese Technik hatte ich hier in der Türkei gelernt, ne? Ich war ja vor ein paar Wochen in der Türkei, so auf Fortbildungen. Genau, Kaffeesatzlesungen, neue Techniken, neue Prophezeiungskarten kennengelernt. Ja, hervorragend. So, wollen wir mal. Bin ganz gespannt. Ja, wir unterteilen das in drei Teile. Ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. So. Schluck was? Schluck Tee. Zack. Ah, neuntes Haus. Neuntes Haus. Ich lege mal die anderen Karten hier hin, drehe ich gleich um. So. Also, wofür steht das neunte Haus? Ja, das neunte Haus. Mal kurz in mein schlaues Büchlein gucken. Ach so, steht für Reisen, fürs Lernen und für den Glauben. Ja? Hatalarımdan ders alıyorum. Also, ich lerne aus meinen Fehlern. Ja? Vergangenheit. Das ziehe ich aus der Vergangenheit mit. Ja, aus diesen Fehlern lerne ich. Dann bin gespannt in der Gegenwart. Chiron, was ist das nochmal für ein Asteroid? Mal schnell gucken. Chiron steht für die Heilung und alternative Medizin und Therapie. Ja, genau. So, ja, in der Gegenwart. Sakla. Die Heilung meiner Sorgen, meiner Probleme, meiner Gesundheit. Der Schlüssel liegt in mir drin. Ja. So. Merkur. Und wofür steht unser Planet Merkur? Also ist für die Kommunikation, ne, für den Gedanken und für das Potenzial, ja? Bir ara veriyor ve dinginliğine zaman tanıyorum. Also, ich mache eine kurze Pause für die Zukunft, ja, und lass mich dinginliğine, ja, der Ruhe widmen. Ja, ich Ruhe widme mich in der Zukunft der Ruhe, ja. Es gibt ja so ein Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft, ja. Wir lassen uns einfach leiten, ja. Alles Liebe, lieber Löwe. Bis zum nächsten Mal.